So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video, also auf das erste auf diesem Channel. Genau, wir starten gleich mal mit einem Spiel, mit dem Rise of Ukulele Spiel. Das wurde für Concrafter gemacht von Defar. Und Concrafter, Defar, Download-Link von diesem Spiel ist in der Beschreibung. Genau, und dann fangen wir gleich mal an zu spielen. Wir bewegen uns mit der Taste A, C. Ich wette, es ist besser, wenn man sich mit den Pfeiltasten, ah, so rum, bewegt, genau, und wir töten, das Ziel ist, der erste Checkpoint ist schon mal leicht, jetzt geht es zum zweiten Checkpoint, und wir müssen halt unterwegs immer diese, rollenden Concrafter-Symbole, ach, es ist egal. Und wenn wir halt eins so berühren, das ist schon ein bisschen hart mit dem Leben. Also, hätte ich jetzt nicht so hart gemacht. Und, ja, es ist halt schon ziemlich hart. Ich komme jetzt auch nicht wirklich weiter. Weil es halt echt hart ist. Es ist schon ein ziemlich schwieriges Spiel. Und man springt auch ein bisschen hoch, finde ich. Also, das hätte man jetzt nicht so machen müssen, dass man da wirklich so hoch springt, weil das ist schon heftig. Also, und mehr Checkpoints rein auf jeden Fall, damit man nicht so schnell frustriert ist. Ich meine, mehr Checkpoints schaden nicht. Ist halt einfach so. Mist. Bin runtergefallen. Und weil ich einfach so wenig zu viel geklickt habe. Also mehr Checkpoints würden echt nicht schaden. Weil es wird halt auch immer schwieriger. Es gibt, es ist jetzt hier der erste Teil. Und draußen ist halt gerade ein Krankenwagen vorbei. Ach du Scheiße. Ja gut, das ist die Feuerwehr. Alles klar, fährt hier einfach mal die Feuerwehr vorbei. Ja gut, kann man machen, ne? Kann man machen. Mann. Fährt hier einfach mal so die Feuerwehr vorbei. Ja gut. Brennt wahrscheinlich irgendwo. Ist immer noch. Ja gut, wir spielen weiter. Mann, habe ich einen Schock bekommen. Fährt hier einfach so durch die Straße. Feuerwehrwagen. Ja, ich will jetzt mich aber eigentlich dem Spiel widmen. Oh Mann, nein, jetzt bin ich schon wieder tot. Wahrscheinlich ist irgendwo wieder ein Einsatz. Also, ja. Logisch, ne? Also. Sonst wird ja nicht die Feuerwehr, ich bin so dumme. Genau. Und da sieht man jetzt wirklich nicht, wo man hinspringt. Weil, wie man hier auch immer guckt, man sieht es halt einfach nicht, weil das halt einfach ziemlich eingeschränkt ist von der Sichtweise her. Ja. Und das finde ich halt ein bisschen blöd, aber gut, was willst du daran ändern? Ist okay. Und ja. Also jetzt an den Spielentwickler, das war, ich würde definitiv dir raten, dass mehr Checkpoints. Die Musik ist relativ nervig und man kann sie auch noch ausstellen. Also Soundeinstellung auf jeden Fall. Und ich würde auch noch daran verbessern, dass man, also Soundeinstellung halt, dass man den Sound einstellen kann, dass man mehr Checkpoints hat, mehr mit mehreren Usern spielen kann, also mit mehrere User, keine Ahnung, also User erstellen kann, das würde ich dir noch empfehlen. Und die Route ist vielleicht ein bisschen schwierig, also ich spiele sehr viel und das Leben ist auch, also das Leben ist echt heftig. Die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist auch okay. Jetzt weiß man hier zum Beispiel nicht, wo man hinspringt. Weil man jetzt bin ich wahrscheinlich auf dieses Ding gelandet und ich bin schon wieder tot. Also, ja, genau, deswegen ist halt ein bisschen blöd und, ja. Ich werde jetzt auch nicht weiterspielen, weil es eh nicht mehr weiter schafft. Ich werde gleich noch den zweiten Part drehen und, ja, danke fürs Zusehen und ciao!